Was hat sich in den letzten 4 Wochen so getan bei Ihrem Kunstwerk? Ja, ich habe es fertiggestellt, hat alles gut hingehaut. Und gestern hat der Oberbürgermeister das grüne Licht gegeben und das freut mich sehr. Und nächste Woche wird es auf der Rossplatz aufgebaut. Es ist entstanden in den letzten 4 Wochen. Ja, es ist so halbwegs fertig geworden, ja. Also ich bin sehr glücklich, dass ich überhaupt hingekriegt habe. Das war sehr risikomäßig, ja. Es ist größer geworden und fast fertig. Es ist wie ein Musiker, der auf der Bühne auf dieses Moment seine Sache macht. Was gab es denn für Probleme? Naja, das ist so wie wenn man eine schlechte Hose näht mit dem Schnitt. Das ist nicht so, wo man was zugeben muss, wo man was abnehmen muss. Und ich habe mir große Mühe gegeben mit dem Vergrößern. Und 1:6, das ist eine ganze Menge. Ja, ich sehe es ja und ich finde, das kann sich sehen lassen. Die Genehmigungen für, dass jeder in der Stadt mitarbeitet, das war das größte Problem. Der große Plasmaschneider für diese dicken Metallrohre, das habe ich gebraucht, sonst hätte ich da ewig gebraucht. Hauptsächlich Spannungen, die man vorher halt noch nicht sehen konnte, die ganzen kleinen Bleche. Gibt jeden Tag unterschiedlichste Problemstellungen und Schwierigkeiten. Die aber alle lösbar waren bisher? Man macht immer einen Fehler. Ist das Kunstwerk denn so geworden, wie Sie es haben wollten? Ja, also im Großen und Ganzen total perfekt, wie ich es wollte. Und ich habe zwar lange überlegt mit der Schrift, wohin und wie und was. Und jetzt bin ich aber sehr zufrieden, dass ich mich jetzt für diese Variante entschieden habe. Ich stelle mir immer relativ wenig vor bin immer überrascht. Es muss noch geschehen. Es ist nur in meinem Kopf. Ja, ich bin sehr angenehm überrascht fast, ja. Ist aber wie gesagt noch nicht fertig und die Farbe wird es noch total verändern. Bis hierhin war es jedenfalls in erster Linie sehr schwere Arbeit. Feuer, Lärm. Ja, ungefähr so. Es ist auch so anders geworden, wie ich es erlaube. Viel Schutzkleidung bei hohen Temperaturen. Also das war schon eine so ein bisschen wie so eine Totenschiff-Erfahrung oder sowas. Es ist genauso gelungen, wie es hätte sein sollen.